Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Ja, in diesem Part ist es mal wieder soweit. Es wird einen spannenden, gruseligen Bosskampf geben. Und zwar diesmal hier bei den Efeutürmen. Die Mission selber trägt auch den passenden Namen Wipfelstürmer. Endlich ist der Schlüssel unser. Dann wollen wir mal, nicht wahr? Ganz oben in der Krone des hohlen Baums wartet das Finstermondstück auf uns. Na dann, ich bin bereit. Luigi, der Moment ist gekommen. Bist du bereit, dieses finstere und unheimliche Tor zu öffnen? Na klar doch. Also, oh doch, das sind wir. Endlich kann ich mit dem Paraskop Millimeter genau bestimmen, wo wir das Finstermondstück finden. Es ist im Baumhaus, ganz oben in der Krone des Baums. Wir waren genau auf der richtigen Spur. Aha, wow, da geht's ja ganz schön weit nach oben. Und hier ist der Schlüssel, wieder so gut wie neu. Ja, danke. Damit kannst du das Tor zum Baumhaus öffnen, das Finstermondstück suchen. Ach, und Luigi, das Paraskop empfängt starke Signale aus dem Baumhaus. Immens starke Signale. Aber du passt ja natürlich auf dich auf, oder? Natürlich tust du das. Unheimliche Treppe. Ja, finde das Finstermondstück. Oh Gott, eine immens lange Treppe und wir haben gerade eben kurz den Bossgeist gesehen. Gut, ich vermute mal, der wird es uns nicht einfach machen, dass wir hier raufkommen. Ja, genau. Fiesmann. Hey, wo bist du? Da. So, komm mal her. So, guck. Hey! Aber was soll denn das? Mann, du Arsch! Gehen wir eben hier lang. Ah. Ach so, wartet, man muss sich vielleicht da lang gehen, wo gerade kein Feuer brennt. Oder wie ist das? Ah. Wow. Hm? Muss man irgendwie auf die Flammen achten, aber... Wenn ich jetzt wieder ganz runterrutsche, ist das doch voll dämlich. Kann man das irgendwie... Ne, kann man auch nicht. Moment, nach links. Ja! Hey! Du Arschloch! Du bist doch scheiße! Dumm oder so? Sehr sogar. Oh Mann. Na, achso, hier auch. Ah, na, dann müssen wir uns merken, wo hier das Feuer brennt. Das ist da dann in der Mitte. Boah, ey, das kann ja richtig ätzend werden. Das kann ja richtig nervig sein, wenn man da rauf muss. So, jetzt habe ich es mir aber gemerkt. Hier war doch das auf der linken Seite. Ja. Ey, rutscht man bitte komplett nach unten, egal wie weit man ist oder wie jetzt. Nein! Boah, nee! Fick dich! Das ist doch voll bescheuert! Ist das dumm oder was? Ey, das ist ja... Nee, komm.
Achso. Mann, ich muss da, wo das Feuer brennt. Also, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich muss den ganzen Scheißweg da rauf und wenn ich nur einen Fehler mache, dann rutsche ich komplett runter? Was ist denen da denn bitte für ein Mist eingefallen? Das ist ja nicht... Das ist jetzt nicht wahr. So, warte mal, da oben die Mitte. Das muss man beobachten, hä? Ja, und dann wieder links. Ich beobachte immer das Feuer. So, jetzt gehe ich mal nach rechts. Ich wette, das ist wieder falsch. Ja, genau. Nee, komm. Luigi, du bist doch so eine Bussi. Ey, das ist doch voll scheiße. Wie soll man denn das wissen, wo man hin muss? Wenn man das vorher nicht sieht, ist das echt bescheuert. Okay, Leute, das kann jetzt eine ganze Weile dauern, bis ich da oben bin. Und ich bin absolut nicht begeistert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Güte, so, da ist dann das mittlere wieder. So, warte mal. Die Mitte kommt dann und dann kommt links und dann kommt rechts. Ja, jetzt rechts. Ich glaube, jetzt war die Mitte. Auch nicht. Nein! Fick dich da oben, du blöder Hurensohn! Mann, was ist denn das hier für ein Blödsinn? Das ist doch voll bescheuert. Ich komme ja gar nicht mal bis zu dem Scheiß-Boss. Ey, das ist ja dann echt dämlich. Nee, also, das hätte nicht sein müssen. Was ist denn... Was haben die denn da geraucht, dass die das gemacht haben? Ernsthaft? Was soll der Scheiß? Da muss man ja vorher schon gucken. Ja, seht ihr, da muss man vorher schon gucken, wo man gehen kann und wo nicht. Ja, das ist ja echt scheiße hier. Ja, rechts. Ja, seht ihr. Rechts, links, rechts oder irgendwie so. Jetzt war es links, ne? Nein! Fick dich, du scheiß Trautogeist, du blöder! Wieso rutschen wir hier komplett runter? Was soll denn das? Du kleiner Spacken! Ah, ich hasse das! Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Den ganzen Scheißweg müssen wir da rauflatschen und wenn wir nur einmal daneben treten, dann rutschen wir komplett runter. Das ist ja super. Das macht wirklich Laune. Ey, bitte, was? Warum? Warum muss man denn so einen Scheiß hier machen? Urbehindert. Aber echt mal. So, wartet, jetzt merke ich mir das nochmal. Also, wir können jetzt hier nach links. Dann müssen wir rechts, dann müssen wir wieder rechts und dann zweimal links. Ja, seht ihr? Jetzt geht das wieder raus. Also rechts, also links. Dann zweimal rechts war das jetzt, ne? Zweimal rechts. Dann war, glaube ich, wieder links, ja. Dann, glaube ich, nochmal links. Weil die Flammen da so klein waren. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich schon auf E4. Ich glaube, jetzt die Mitte. Ja. Nochmal die Mitte. Ja. Oh Gott. Nein! Alter! Jetzt waren wir schon zu weit um. Wow, 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 wow. Was findest du auch noch witzig, du kleines Listvieh, du blödes? Ey, ich fass es nicht. Nee. Also echt, man, haben die Entwickler da Arschhaare geraucht oder was war mit denen los? Ich meine. Die Idee ist ja ganz nett, aber irgendwie auch nicht. So, jetzt muss ich jetzt... Na, wenigstens, wenn wir das einmal hier wissen, wo wir lang müssen, links, rechts oder Mitte, dann kommt ja nicht nochmal irgendein Blödsinn daher. So, jetzt sind wir ja eh schon fast oben gewesen. So, jetzt geht's ja eh schnell. So, also, das war dann dreimal die Mitte und dann rechts scheinbar. Das sieht zumindest so aus. Ja, also wenn wir dreimal durch die Mitte sind, dann müssen wir rechts, links, rechts. Aha, rechts, links, rechts. Jetzt habe ich das aber gesehen. Rechts, links, rechts. So, also
rechts, links und jetzt noch einmal rechts. Und jetzt müsste ich aber wirklich oben sein. Boah, danke! Danke, danke, danke! Ey, fick dich, Treppe, fick dich! Echt mal! So ein unnötiger Scheiß! So was Dummes! So, mach auf hier! Jetzt gibt's aber echt auf den Arsch für den blöden Bossgeist. Ah, ein paar Herzen. Gut, hätte ich gar nicht gebraucht. So, jetzt sind wir aber dann gleich bei diesem Baumhaus hier. So, warte mal, was ist das? Hoffentlich ist das jetzt keine Falle, wenn ich hier dran ziehe. Komm schon. Ach so, okay, eine Treppe oder Leiter. So, Baumkrone. Ey, wenn ich den erwische, ich trete ihm in seinen Geisterhintern, aber sowas von. Aha. Ach, das ist der Boss. Der... Oh Gott. Hat der eine... Der hat von einer Treppe Besitz genommen. Der steckt in dieser Holztreppe drin. Ja, und wie? Aua. Ha. Ah, Moment mal. Und? Komm schon. Ah. Da ist er ja. Nein, Vorsicht. Achtung. Daneben. Oh, wieder daneben. Nein. Verdammt, ich wollte ihn anleuchten. Seht's auch. Ha. Der doch wieder unendlich. Wie sein Kollege. Aha. Ach so, okay. Das kennen wir ja schon. Dass der drei so Hüllen hat. Da. Luigi, beweg dich. Wow. Der schießt mit blauem Feuer. Das ist voll die Zelda-Nachwache. Ernsthaft. Da gibt's auch blaues Feuer. Aber das hier ist nicht gerade so angenehm. Muss ich wieder warten, bis er mich zerquetschen will? Ja. Ich bleib einfach in Bewegung. Ich bleib lieber einfach in Bewegung. Na los, komm. Hier bin ich. Hier. Ja. Zack. Ah ja, jetzt können wir hier wieder sein Schwänzchen rausziehen oder was auch immer. So, da bist du ja wieder. So. Achtung. Krempelattacke. Daneben. Ha, hab ich dich. So. Und... Yeah. So. Hier eine Phase geschafft. Phase 3. So, was macht er jetzt noch? Oh. Jetzt brüllt er uns total an, obwohl wir gar nicht dastehen. Ah, und er schießt mit den Flammen irgendwie schneller. Ja. Er schießt deutlich schneller. Eieieiei. Schön immer aus dem Weg gehen. Alter, ey. Und daneben. Hier stecke ich, hier bin ich. So. Na warte, jetzt habe ich dich aber gleich. So, Achtung. Seine Bumsattacke. Habe ich dich. So, na warte, jetzt gehörst du mir. Yeah! Ha! Da ist das Finstermondstück! Jawohl! Sehr schön, na bitte, das Gold hat auch noch gezählt. So, Luigi, die Treppe ist in Ordnung. Ja. So, kriege ich bitte das Gold noch? Hier? Ja, kriege ich. Boah, Leute, ey. Der eigentliche Kampf war ja jetzt gar nicht mal so schwer, aber mal zu dem blöden Bossgeist hinzukommen, war ja ein regelrechter Krampf. Das war ja echt bescheuert. Ist hier unter der Treppe noch irgendwas? Nee. Also Bosskampf selber war nicht schwer in meinen Augen, aber da hinzukommen war einfach nur doof. Aber jetzt haben wir wenigstens das dritte Finstermondstück. Wow. Sehr gut. So, das hätten wir geschafft. Und da kommt doch schon unser Anruf. Hello?
Luigi, alles in Ordnung? Noch ein Meistergeist, damit hätte ich nun wirklich niemand gerechnet. Aber du hast es geschaffen, das Finstermundstück erbeutet. Toll gemacht. Die Aussicht von dort oben ist sicher phänomenal, aber leider gibt es noch zu tun. Ich hole dich zurück, halte deinen Schnurrbart fest. Ciao. So, ich bin echt auf meinen Rang gespannt. Freudentanz. Das piekst sich ein bisschen. Oh Mann, Luigi. Mission abgeschlossen. So. Benötigte Zeit 11:36. Gefahren gestern 9. Verlorene Herzen 0. Reichtümer 62. Und... ein 3-Sterne-Rang! Yay! Geil, Mann! Voll krass, Alter! Na, wenigstens habe ich einen 3-Sterne-Rang gekriegt, obwohl ich mich so blöd angestellt habe bei der Riesentreppe. Aber hey! 3-Sterne-Rang ist awesome! Das heißt, die Mission werde ich sicher nie wieder nochmal machen. Auf gar keinen Fall. Kommt überhaupt nicht in Frage. So, gespeichert. Und dann kümmere ich mich gleich im Anschluss jetzt hier mal um die Bonusmission. Weil die Boos habe ich ja hier auch alle gefangen. Willkommen zurück, Luigi. Entschuldige, wenn es hier nach frischem Popcorn riecht. Ich konnte nicht widerstehen. Dein Duell mit dem Meistergeist war so spannend, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Dann bitten wir unseren Gast mal fürs Erste ins Gehege, wo er keinen Schaden anrichten kann. Neun Geist gefangen. Was sind Wunzen 52? Reichtum gesammelt nur 62, das ist natürlich fast gar nichts. So, neue Mission freigespielt. Evertüme Operation Ecto. Beide Finstermundstücke wurden also von Meistergeistern bewacht. Sehr aufschlussreich. Damit haben wir zum zweiten Mal einen Meistergeist mit einem Finstermundstück getroffen. Nein, das kann kein Zufall sein, aber machen wir dein famoses Fundstück doch erstmal ein wenig sauber, ja? Ja, gerne doch. Aha, hast du das auch gespürt? Lass mich schnell nachschauen, ob meine Theorie stimmt. Jawohl, Luigi, der Nebel hat sich ein weiteres Stück verzogen. Ich kann dich nun zu einem neuen Gebäude teleboxen, sicher voller furchterregender Gespenster. Ich bin ja so gespannt. So, Wipfelstürmer haben wir mit 3 Sternen abgeschlossen. Und jetzt wäre hier Operation Act und... aha, die dritte Welle ist der Ingenieurshof. Na, da will ich ja noch nicht hin. Erstmal will ich hier bei den Evertüren die Operation Ecto machen, die Bonusmission. Beunruhigend, ich empfange deutliche paranormale Signale aus den Evertüren. Luigi, du bist am Zug. Na dann. Luigi, wir haben ein Problem, oder Schlamassel, wie der Akademiker wohl sagen würde. Weißt du noch, als sich in der Gruselwille ungebetene Gäste breit gemacht hatten? Nein, nein, nicht die Spinnen, kein Grund loszuschlottern. Ich meine die Geister, die von wer weiß woher in die Villa eingezogen waren. Aber jetzt sind die paranormalen Signale um einiges stärker. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir sollten die Geister lieber frühzeitig eindämmen. Ich wache wie immer von hier aus über dich. Viel Erfolg! Na dann, auf geht's! Bonus-Mission-Time! Na dann, Luigi, schau auf die Karte, dann weißt du wohin. Los geht's, im Sauseschritt. So, fange alle Geister so schnell du kannst. Stube des Gärtners ist mein erstes Ziel, okay. Ich will nur kurz gucken, ob ich hier nicht wieder irgendwie... ob ich was bekommen kann oder so. Ihr wisst schon, ein bisschen Geld. So. Gut, das war ja dann hier drüben. Hä, was ist hier schon wieder?
Achso, na egal. Warte mal. Wegen einem Juwel, was mir noch fehlt, habe ich jetzt gelesen und gehört, dass das hier sein soll, bei dem Turmaufgang, und dass man irgendwie hinter eine Treppe gehen kann oder so. Hier hinten? Ah ja, tatsächlich. Ha! Das ist hier unten. Das runde Juwel. Okay, jetzt will man aber immer noch drei. Das ist natürlich die Frage. Naja. So. Na gut, habe ich wenigstens das eine schon mal gefunden. Das war eigentlich total einfach, aber ich habe es einfach nicht gleich gesehen. Tut mir leid. Jetzt habe ich es ja. Okay, na gut, dann gehen wir hier erstmal zur Stube des Gärtners. So, Ostdiele und jetzt hier hin. So, Stube des Gärtners. Und oh mein Gott, ein Fettsack. Oh nee, nicht schon wieder so einer. Hör auf, mich anzuschlatzen, du Ekel. Schwabbel, du. Hey, hinter dem Tisch kann er uns nicht mit dem Fett erwischen. Hahaha. Und yeah, drei Goldbahnen. Hehehe, super. So, als nächstes. Nachschlag, Luigi, schau auf deine Karte und setz dem Spuk ein Ende. So, Wohnung und Setzlingshaus muss ich als nächstes machen, ja? So, Wohnung und Setzlingshaus. Wo war das bitte? Ah, auf der anderen Seite. Glaube ich mal, oder? Nee, Quatsch. Die 1. Aber scheinbar trotzdem da drüben. Ja, okay, passt schon. Dann muss ich doch nach links wieder, to the left. Aber ernsthaft, ey, der Bosskampf selber war ja nicht wirklich schwierig, aber mal zu diesem Penner da hinzukommen, das war ganz schön assi. Ich meine, wie soll man da wissen, wo man... Naja, aber wie gesagt, dafür gleich mit 3 Sternen ran geschafft, das ist schon mal schön. So, Setzlingshaus. Ach nee, Schaufelgeister, ich hasse euch. Daneben! So, schlag nicht daneben, es geht um dein Leben! So. Und noch eins in your face. So, ist hier noch einer? Irgendwo? Oh nee, oh nö, Glibbergeist! Ihhh! Geh gehört. Nein, 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 nein! Aus! Pfui! Ist ja widerlich. Oho! Gitti-git! Da würde ich schon gerne von so einem... So, Vorsicht! Nicht wieder auf den Teppich treten, das ist ja eine Falle. Da ist ja ein Loch im Boden. So, Brückengang. Brückengang. Jetzt sind da drin wenigstens keine dämlichen Krähen mehr, die mich anfallen wollen. Dafür ist eine verfickte Blume. Mach die Tür auf. Forschungsraum? Forschungsraum. Ist doch gar nichts. So, hier ist wieder so eine Gummifrucht. So. Auf und davon. Auf und davon. Ja. Vorsicht. So. Komm schon. Achso, das ist die... Nee, das ist die Pumpstation. Falsch! Das war falsch. So, fahren wir lieber schön auf die Fresse. Nein, du bist so eine Pussy, Luigi. Gibt's ja nicht. Das muss ja schon wehtun beim Zusehen. Was ist denn das andere jetzt? Das ist auch links. Das ist wieder links. Okay. Boah, ich habe jetzt schon fast 4,5 Minuten vergeudet. Das ist ja nicht zu glauben. So, ich glaube, jetzt muss ich aber auf der anderen Seite rüberkommen. So, no! Ja, aber jetzt war es ja Absicht. So, ich muss ja, glaube ich, jetzt über dieses komische Treppenhaus da drüben rauf. So, hier. Und dann hier. Und dann wieder das da. Weil durch die Tür kommen wir ja in den Garten und da ist ja nichts. So, voll ins Gesicht geschissen. Ist das eklig. Dabei ist es eigentlich eh nur Wasser. Also warum regt sich Luigi gar so auf? Na, Tür auf. Tarnlabor?
So, und von hier sitzt nach oben. Ach, da war jetzt eine blöde Blume gewesen. Ach, scheiß drauf. Ist mir jetzt auch egal. Also, wie komme ich denn da jetzt eigentlich rüber? Treppenhaus. So, E3? Ja, ja, genau. Aber jetzt kann ich ja hier nach links. So, Wintergarten. Hier ist nothing. Aber ist schon fast 6 Minuten. So, hier, Rabennestbrücke. Diese Ranken sind auch so verdächtig. Moment, hier ist ja auch noch eine. Habe ich aber leider nichts bekommen. Tja. So, Vestibel. Schlafzimmer. Sonnengarten. Genau, und von hier ist jetzt aber wieder runter. Genau, und von hier ist, na dann passt das eh, dann war ich eh richtig. So. Wohnung. So, wo seid ihr denn? Da! Daneben! Trottel! So. Oh Gott. Ih, das ist schon wieder so ein Glibbergeist. Oder? Ach so, nee, das ist so ein Schleicher. Na, der mich immer erschrecken will. Ih, ein Fettsack! Bitte! Hilfe! Daneben! Alter! Du fettes Schwein! Wie kann man das so fett und hässlich sein? Ja, Mann, du scheiß Huhnviech! Wo ist denn dieser blöde Schleicher jetzt? Hör auf, mich mit deinem Fett anzuschlatzen, du Wabbel, du! Du Fettschwabbel! So, ah, jetzt haben wir ein Herz bekommen. Ja, was geht mit dir, hä? Probleme? Ja, seht ihr hier? Warum rutscht mir auf seine verfickten Fett aus? Du bist so eine Fettarschsau! So, hab ich dich. Sind wir fertig? Nee, oder? Immer noch nicht. Du lieber Turnspuck, noch mehr Gäste, woher kommen die nur? Oh, jetzt müssen wir wieder ins Erdgeschoss zurück. Bergraumstube des Gärtners Ostdiele. Heilige Scheiße, wie komme ich da jetzt so schnell wieder runter? Jetzt kann ich alles wieder zurücklatschen. Oh Mann. Weiß, ob ich überhaupt den richtigen Weg nehme. Ob das der kürzeste und schnellste Weg ist, weiß ich ja nicht mal. Oh Mann. Also hier kriege ich garantiert nur einen Sternenrang, das weiß ich jetzt schon. Das habe ich irgendwie habe ich das im Gefühl, dass ich hier echt schlecht bin. Weil ich habe jetzt schon fast 8,5 Minuten Zeit auf der Uhr. Das ist ja übel. Also scheinen diese Bonusmissionen jedes Mal Zeitmissionen zu sein. Naja gut, wenn es sein muss. Weiß man wenigstens immer, was zu tun ist. So, na. Runter mit dir, du Trottel. So. Achso, ne, hier geht ihr wieder nicht. Hier geht's ja nicht. So, aber hier. So, runter. So, ich hab's nicht vergessen. Stromblitz. Ah, ein paar Geldscheine, immerhin. So, komm, beeil dich. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Runter, runter, runter. Haha, so. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Nee, kann man nicht. So, Bergraum und aha. Da sind ja gleich ein paar. So, steh auf, Luigi, steh auf. Du Trottel. Mann, ihr seid doch scheiße alle miteinander. Fickt euch auf der Veranda. Echt mal. So, ein Herz. So, was ist mit du, Agro-Typi hier? Blöder. Hässt du. So. Ey, ich steck dir deine Schaufel gleich in deinen Hintern. Ernsthaft. So. Wenigstens kriege ich Herzen von denen. So, Bergraum ist fertig. Gehen wir gleich nach nebenan. So, die Ostdiele. Aha. So, na los. Daneben. Tour verkeint. Yeah. Und oh mein Gott, ein Agro-Typi und noch ein Erschrecker auch noch. Ja, das ist aber zu viel auf einmal. Vor allem.
Komm schon. Ist hey! Hör auf mich zu erschrecken! Das ist doch unglaublich. Na, komm schon. Yeah! Ah. So. Wieder geschafft, eh schon über 10 Minuten. Das ist so schlecht, glaube ich, von der Zeit, garantiert. So, und jetzt haben wir hier noch die Stube des Gärtners nochmal. Tun wir das so ein fettes Schwabbel. So, er kriegt uns wenigstens. Hör auf damit! Du schleimiges Etwas, du! Ist ja widerlich. So. Na warte, so komm her jetzt. Du kriegst uns hier nicht mit deinem Fett. Jawohl! So, habe ich es geschafft? Ich glaube schon. Ja, da kommt der Anruf. In 11 Minuten 6 Sekunden. Oh mein Gott, das ist sicher nur ein 1-Sterne-Rang. Da wette ich drauf. Das war der letzte, Luigi. Hoffentlich war das schnell genug, damit wir fürs Erste unsere Ruhe haben. Dann fertig zum Abflug. So, geschafft ist geschafft. Aber mein Rang ist garantiert mies. Mission abgeschlossen. So, na, benötigt die Zeit, ja. Und... Ah, doch ein 2-Sterne-Rang. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte fast mit einem 1-Sterne-Rang gerechnet. 2-Sterne-Rang ist noch okay. Mir fehlen aber immer noch 3 Juwelen. Naja. Aber ich habe die Bonusmission geschafft. Und es wird gespeichert. Souverän wie immer, auf dich ist wirklich Verlass, Luigi. An dir ist ein wahrhaftiger Meistergeisterjäger verloren gegangen. Unter deiner fragilen Fassade schlummert für Weinen eine Recke ohne Furcht und Flegeltum. Ja, wie du meinst. So, neues Juwel gefunden, das Runde. Und Reichtum gesammelt 247 Gold, na, bis 20.000 dauert es noch eine ganze Weile. Fein, fein, wo waren wir? Ach ja, Geister. Geister an allen Talmen. Ich kann mir immer noch nicht erklären, woher auf einmal all diese Geister kommen. Das Parasko kann sie erst erfassen, sobald sie im Tal sind. Wirklich zu dumm. Na, immerhin sind es jetzt wieder ein paar weniger. Kehren wir zu unseren Aufgaben zurück. So, Operation Ecto war doch noch erfolgreich. So halbwegs jedenfalls, ne? Gut, ja. Ich glaube aber fast, dass ich eventuell, aber bin ich mir jetzt noch nicht sicher, dass ich im nächsten Part mal zusammenschneide, wo die letzten Juwelen in den Efeutürmen sind, damit ich die auch noch habe. Und dann geht's aber weiter hier beim Ingenieurshof, Villa Nummer 3, obwohl das überhaupt nicht wie eine Villa aussieht und vor allem alles voller Sand. Naja. Okay, also, danke wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 2. Macht's gut. Tschüss.